Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 7 Crisis Core und wir sind weiter auf der Suche nach den Materia. Und uns fehlt jetzt, oh hier haben wir noch die nächste glaube ich. Dann fehlt uns nur noch eine. Eine fehlt uns noch. Hier nochmal eben kurz abspeichern. Und dann gucken wir mal was uns hier für ein Gegner noch drin erwartet. Der letzte war ja schon, ah ist wieder so einer. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, die sind ganz schön hartnäckig, die Dinger. Oh, der kann auch eine ganz schöne Schelle ziehen, ey. Alter, jetzt mach, was ich will, Mann. Ja, komm. Odin wäre mal geil. Odin haben wir noch nicht einmal gehabt. Ah, jetzt gibt's aber dafür Bahamut. Mega Flare Stufe 3. Dann geben wir uns den Chat mal. Ich trinke währenddessen mal was. Das dauert ja aber ein bisschen. Ja, es ist schon sehr episch. Schon ein sehr epischer Auftritt. Boom. Dafür hat es sogar eigentlich sogar noch ein bisschen wenig abgezogen. Aber man sollte sich davon nicht beirren lassen. Dieses Vieh hält einfach auch mega viel durch und kriegt auch nicht so viel Damage wie normale Gegner. Normale Gegner füge ich ja teilweise 6000 zu. Das kriegt die ganze Zeit nur 1000. Prügel das hier durch die ganze Bude, ey. Und nochmal eine Ultimate Phase. Komm, gib mir ein Level ab. Einfach mal gar nichts. Doch, Stufenanstieg für einen Zauber. Ball Stufe 3. Und die nächste Ultimate Phase. Und wieder nichts. Doch, wieder ein Stufenanstieg für den Zauber. Subita Stufe 4. Plus Chocobo Armband. Ausrüstung. Plus Chocobo Armband. AP plus 60%. Schützt vor benommen. Na, das ist jetzt nicht so der Burner. Vor allem AP setze ich nie ein. Dann machen wir mal den hier. Nochmal so einer. Activating Combat Mode. Oh, dem ziehen wir komischerweise mehr ab. Komm, Level up. Wieder kein Level up. Nur wieder nur ein Stufenanstieg für den Zauber. Nee, nicht. The power of soldier. All right, here comes the big one.
Komisch, dass der diesmal viel mehr Schaden bekommt als die anderen. Und jetzt die nächste Ultimate Phase. Aber wieder ohne Level Up. Goldarmband. Ob das Goldarmband jetzt was taugt, das sehen wir gleich. Auch nicht. Wenn die wenigstens mal TP dazugeben würden, 80%, das wäre mal geil. Einfach mal doppelte Leben. Ja, könnte man mal machen. Ah, da ist eine Truhe. Und da haben wir die letzte Materia, die uns noch gefehlt hat. Aber den machen wir jetzt auch noch. Schließlich geben die alle zumindest seltene Gegenstände. Wieder kein Level Up. Shit, ey. Keine Ahnung, was er da gerade eingesetzt hat, aber zum Glück habe ich es abgewehrt. Haben wir den nochmal richtig schön von hinten hier erwischt. Ultimate Phase. Jetzt wird es aber echt Zeit für ein Level Up, Mann. Wieder kein Level Up. Ey, was ist denn hier nur los? Da setzt er wieder dieses ein. Und wieder wird es nichts. Carbonreif. Schauen wir mal, was der Carbonreif kann. Der würde jetzt Leben dazu machen. Aber hat auch seinen Preis, ne? Schutz vor Fluch. Wir den Schaden durch Element Hitze, Kälte, Elektrizität. Ja, komm. Carbonreif nehmen wir ran. Wir haben viel zu wenig Leben. Ich glaube, wir haben damit auch alle gekillt. Ah, da hinten. Nee, da hinten ist noch einer. Den machen wir dann auch nochmal. Wieder so einer, der viel mehr Schaden bekommt. Also quasi normal viel Schaden fast. Oh yeah, das könnte ihn schon killen, wenn es gut trifft. Oh, mit Level Up. Stufe 37. Prove your honor to me. I got it.
mich down. Und nochmal eine Ultimate Phase. Good luck! Good luck! Thanks! Perlenkette, ja, Perlenkette ist nicht doll. Kenn ich hier schon. Oh, ja, mussten wir auch alle besiegen. Jetzt bildet sich hier nochmal so eine Street. Da hinten, da wollen wir hin. Aber wir haben jetzt auch eigentlich alle Materias, um das andere zu machen. Ich weiß nicht, ob das andere sein muss oder ob wir hier den richtigen Weg gehen. Ich denke mal beides. Aber so richtig sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Naja, Leute, wir machen an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Ich sage, bleibt stabil und bis zur nächsten Folge.